Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der besonderen Art, denn heute gibt es mal ein kleines Reaction-Video zum Trailer von der neuen Destiny 2 Season. Demnach wird es auch ein sehr kleines Video werden, aber ich wollte einfach mit euch meine ersten Reaktionen zur neuen Season teilen. Ja, wie ihr seht, geht der Chat schon ziemlich krass ab. Alle schreiben Plague Gang rein. Ich weiß nicht, warum das da steht. Vielleicht ist es irgendein YouTuber, ich weiß es nicht. Oder irgendein Meme oder Gott weiß, was er sich verstehen sollte. Auf jeden Fall heißt die Season schon mal Season of the Splicer. Das Thumbnail sieht schon ziemlich cool aus. Das sind die Gefallenen. Eine der Rassen aus Destiny auf dem Thumbnail. Falls ihr nicht wisst, was Destiny ist, könnt ihr auch gerne mal in meinen Livestream reinschauen. Der ist auch immer noch auf meinem Kanal online. Zu dieser Season wird es auch einen neuen Livestream geben. Also direkt zu Release werden wir da reinschnuppern. Und auch schon ein bisschen vor Release ein bisschen Destiny in der alten Season, in der momentanen Season zocken. Und dann halt während die Server offline sind, halt irgendwas anderes spielen. Wird alles ganz gechillt, Leute. So, ich hoffe dann mal, Bungie wird dieses Video nicht runternehmen. Weil ihr wird eindeutig mit Urheberrecht umhergeworfen. Weil hier ist ja dann wahrscheinlich urheberrechtlich geschützte Musik und alles drin. Aber dieser Trailer ist ja dafür da, um, naja, Hype aufzubauen. Und da hat jemand Season of the Sus mit einer Aubergine und einem heißen Gesicht geschrieben. Das macht nicht so viel Sinn, aber auch okay. Also ja, dieser Trailer ist ja mehr oder weniger dazu da, um Hype zu generieren. Deswegen würde es mich wundern, wenn die dieses Video runternehmen würden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Oder eher in 7 Minuten, wenn der Countdown fertig ist. So Leute, jetzt gibt es die 10 dümmsten Tode in Minecraft. Seinen Weg. Ah, oh Gott, es ist laut. Ah, um Gottes Willen. Wie laut war das denn? Ist immer noch voll laut. So, ist auf 100%. Okay, dann wundert es mich nicht, dass es so laut ist. So, die Lautstärke dürfte jetzt stimmen. Ah, ich bin aufgeregt. Also wenn ihr Destiny nicht kennt, was die meisten von euch nicht tun werden. Also es ist quasi Looter-Shooter, ein MMO. Es geht halt darum, dass da halt, keine Ahnung, man ist halt, es ist in der Zukunft, es gibt 3 Klassen. Die Klassen haben alle verschiedene Fähigkeiten und es ist halt ein Shooter, man hat Waffen, Gott weiß was. Und es gibt verschiedene Rassen im Spiel. Und die auf dem Thumbnail waren die Gefallenen, einer der Rassen. Oder die Elixni, wie sie eigentlich heißen, aber jeder nennt sie Gefallene. Mehr kann ich nicht so wirklich erklären. Wie gesagt, schaut in den Livestream von mir rein. Oder holt euch das Spiel am besten einfach selbst. Ist kostenlos. Zumindest die Grundversion. Das Spiel ist halt ein Free-to-Play-Spiel, aber es gibt noch, also wenn es einem wirklich gefällt, sollte man sich die DLCs und alles noch holen. Aber eigentlich kann man auch im Free-to-Play sehr viel Spaß haben. Aber halt endlichen Spaß. Ah, wow, jetzt kriege ich eine YouTube-Benachrichtigung, dass diese Premiere startet. Danke, YouTube, habe ich gar nicht mitbekommen. Alter. Die wechseln auch eine Rasse. This morning, for the first time in humanity's long and storied history, the sun did not rise. It's a Vex simulation that has plunged the city into an endless night. Osiris and I could only think of one we might turn to. Mithrax. He claims to be among the last sacred splicers. Those with the power to commune with machines. Find him, Guardian. Before the Vex do. We must splice an entrance to the Vex network. I can guide you, but I cannot follow. Once inside, you must find your own way.
Okay, das war jetzt nicht wirklich eine Reaction. Oh Gott, jetzt der ganze Chat geht ab. Okay. Das sah auf jeden Fall cool aus, wenn ihr Englisch nicht versteht. Darüber habe ich jetzt auch nicht so wirklich nachgedacht. Also ich habe es größtenteils verstanden. Auch nicht so ganz. Ihr habt ja bemerkt, ich habe an einer Stelle versucht, Untertitel anzumachen. Die scheint es aber nicht zu geben. Also die Vex, eine Rasse im Spiel, haben scheinbar die letzte Stadt, also die letzte Stadt der Menschheit, in eine Simulation gebracht. Und da ist es jetzt halt nur noch Nacht. Und dann gibt es irgendeinen Gefallenen, der auf dem Thumbnail war, der scheinbar halt einfach sagt, dass er mit den Vex noch reden kann, weil andere das scheinbar nicht können. Und dann gibt es halt so neue Season-Aktivitäten, aller Ansicht nach, wo man halt in so eine simulierte Welt kommt. Also es sah ziemlich interessant aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Season. Ich habe ganz ehrlich auch nicht ganz auf die Chats geachtet. Irgendwas Weekly war da noch, also irgendwas Wöchentliches. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt irgendwelche neuen Challenges waren, denn die wöchentlichen Challenges, die es auch in der aktuellen Season gibt, die gefallen mir eigentlich. Aber ja, eigentlich bin ich schon relativ hyped. Aber ich musste noch richtig viel Destiny spielen, halt einfach, um noch den Season Pass dieser Season fertig zu kriegen, weil ich irgendwie 2 Monate nicht aktiv gespielt habe. Und ja, Leute, das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, diese kleinen ersten Eindrücke haben euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Destiny-Livestream wieder. Keine Ahnung, vielleicht kommt davor sogar noch was. Ich arbeite gerade an einem speziellen Video. Da werdet ihr dann aber erst so ziemlich in, keine Ahnung, 2-3 Wochen sehen, was daraus wird. Denn es ist ziemlich aufwendig, aber bitte erwartet nicht so viel. Ist jetzt nichts Originelles, aber sehr aufwendig. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann anders wieder. Tschüss.